Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sehe Sie jetzt leider gar nicht, aber ich hoffe, dass Sie mich sehen und liebe Interessierte aus nah und fern. Mein Name ist Katrin Zittel und ich bin Referentin der Prorektorin Universitätskultur an der TU Dresden. Und ich darf die Prorektorin heute würdig vertreten, hoffe ich. Vielleicht waren einige von Ihnen bereits bei unserem ersten Versuch zur Lecture Überhitzung, Überflutung, Überleben. Wie viel überhält unsere Gesellschaft aus? Ich heiße Sie auf ein neues Willkommen. Alle anderen Gäste möchte ich hier auch ganz herzlich grüßen und freue mich, dass Sie dabei sind. Im letzten Jahr initiierten wir als Dezernat Universitätskultur die TOD Lectures-Reihe, welche Einblicke in aktuelle Forschung aus der TU Dresden geben, einen Austausch zwischen der Öffentlichkeit und WissenschaftlerInnen ermöglichen und sich mit für die Zeit brennenden Themen beschäftigen. Letztes Jahr lag der Fokus ganz auf dem Thema Corona und in diesem Jahr wollen wir uns wieder spannenden Themen widmen, die teils durch Sie auch eingebracht wurden. Im ersten Halbjahr 2022 widmet sich die Reihe dem Thema Herausforderungen unserer Zeit aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei stehen der Klimawandel, das nachhaltige Bauen, Umgang mit Ressourcen und die Artenvielfalt im Vordergrund. Die Lectures zum nachhaltigen Bauen können Sie bereits über unsere Projektwebseite nachschauen, wie es auch dann diese Lecture zum Nachschauen geben wird. Die heutige TOD-Lecture befasst sich mit dem globalen und regionalen Klimawandel und seinen Folgen, vor allem in Bezug auf Hitze und Dürre. Unsere Referenten sind eben Dr. Valerie Goldberg von der Professur für Meteorologie und Dr. André Lindner, der Bereichsdezernent des Bereiches Bau und Umwelt ist und die uns dieses Thema heute näher bringen werden. André Lindner sammelte Erfahrungen im internationalen und interdisziplinären Austausch während seiner Tätigkeit am CIPSEM, dem Center for International Postgraduate Studies of Environmental Management. Und er war unter anderem auch Projektkoordinator eines internationalen Netzwerks. Vielleicht wird er dann auch mehr davon erzählen. Sein heutiger Beitrag beschäftigt sich mit den Aspekten des globalen Klimawandels und Klimagerechtigkeit. Und er erklärt uns, warum die Klimakrise eigentlich das kleinere Problem darstellt und warum nachhaltiges Handeln in Bezug auf Biosphäre, Gesellschaft und Wirtschaft unabdinglich ist. Dr. Valerie Goldberg forscht unter anderem im Projekt Heat Resilient City, welches am 3. Dezember mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Forschung ausgezeichnet wurde. Und er wird heute insbesondere auf den regionalen Klimawandel eingehen. Ja, moderiert wird die Veranstaltung von der Studierendengruppe Überflutung, Change TOD, deren Ziel es ist, 20 Forderungen für eine Klimapolitik der TOD in die breite Hochschulöffentlichkeit zu tragen. Aus der Studierendengruppe darf ich Saskia Lengling und Florian Wendler ganz herzlich begrüßen, die Ihnen sicherlich gleich mehr über ihre Gruppe erzählen werden. Ja, das war ganz kurz das zum Inhaltlichen und erlauben Sie mir aber noch einige allgemeine Hinweise. Als Ressort Universitätskultur sind wir bestrebt, allen einen möglichst einfachen Zugang zu unseren Veranstaltungen zu geben, weshalb Sie heute die Möglichkeit haben, einen Schriftdolmetscherdienst in Anspruch zu nehmen. Dafür drücken Sie dann einfach hier unten rechts auf den Button CC und dann startet Herr Roloff, unser Schriftdolmetscher, eben die Schriftdolmetschung. Ja, ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle an ihn. Und ich möchte Ihnen auch gleich, ich darf Sie außerdem auf die Möglichkeit der Fragestellung hinweisen. Ganz normal, eben üblich hier im Chat können Sie Ihre Fragen reinschreiben. Und die werden dann eben von Saskia Lengling und Florian Wendler gebündelt und dann im Anschluss an die Vorträge werden die Fragen beantwortet. Ja, dann möchte ich jetzt das Wort an Frau Lengling und Herrn Wendler übergeben und schalte mich hier auch aus.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Saskia Lingling und zusammen mit Florian haben wir heute die Ehre, diese Veranstaltung zu moderieren. Und damit würde ich gerne mal an Florian Wendler übergeben, dass wir unsere Change Till Dresden-Initiative einmal vorstellen können. Klar, vielen Dank für die Einladung. Wir beide werden heute die studentische Initiative vorstellen und sind die beiden VertreterInnen hier aus doch der größeren Gruppe und möchten heute eben am Beispiel dieser Initiative zeigen, dass es natürlich neben Forschung im Fokus der Universität und im Weiteren auch dem Bildungsauftrag auch praktisches Engagement gibt und dass natürlich auch gewisse Initiativen und Projekte aus der Zivilgesellschaft kommen müssen, um eben dieses große Thema des Klimawandels gemeinsam anzugehen. Ja, wir stellen Change to Dresden vor. Dazu leite ich den ersten Teil, da wird es um die Historie bzw. um die Entstehung der Initiative gehen. Begonnen hat das ganz am Ende 2019. Es gab eine sehr kontroverse Aktion an der TU Dresden, in dem ein Hörsaal besetzt wurde und es viel Aufruhr unter Studierenden und auch in der gesamten Hochschulgesellschaft gab, der das Thema eben das erste Mal sehr präsent auf den Campus gerückt hat. Im Nachgang gab es eine Gruppe durch den Studierendenrat und viele andere Initiativen, zum Beispiel der TU Umweltinitiative und von Students for Future, die sich eben mit gewählten VertreterInnen der Studierendenschaft zusammengetan haben und in einer Projektgruppe 20 klimapolitische Forderungen in einem partizipativen Prozess ausgearbeitet haben, bis in etwa zum Mai 2020. Und diese Forderungen, die schon soeben angesprochen wurden, wurden in vier thematische Cluster eingeteilt. Das sehen wir hier. So kommen auch die Farben in unserem Logo zustande. Also zum einen außenpolitische Wirkung und politische Positionierung, Lehre und Forschung, Struktur und Verwaltung sowie Campusgestaltung, Energie und Ressourcenverbrauch. Und jedes dieses Cluster hat in etwa 4 bis 5 Forderungen. Im Weiteren wurde dann dieser Forderungskatalog im Stura-Plenum vorgestellt und durch diesen auch letztendlich angenommen im Juni 2020. Und so entstand eben der klimapolitische Forderungskatalog der TU Dresden. Diese wurde dann auch im Oktober 2020 im Senat von VertreterInnen der Gruppe vorgestellt und hat dort auch eine ziemlich große Zustimmung bekommen. Das Ganze ging dann jetzt noch weiter und wurde sogar im Dezember 2020 letztendlich von der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften, also der KSS, der höchsten sächsischen Studierendenvertretung, angenommen. Und somit gibt es jetzt einen Forderungskatalog für Sachsen, der eben durch alle Vertretungen offiziell legitimiert ist. Und jetzt würde ich im Teil 2 an konkrete Projekte und Aktionen, die darauf folgten, an Saskia übergeben. Ja, vielen Dank. Nachdem diese Forderungen erarbeitet wurden und auch im Senat vorgestellt wurden, bestand die Frage, wie die Forderungen denn in der Hochschulöffentlichkeit verbreitet werden können, sodass viele Studierende und natürlich auch am Rektorat bekannt werden können. Dafür haben sich verschiedene Studierende zusammengeschlossen aus unterschiedlichen studentischen Initiativen. Und wir haben die Aktion Überflutung geplant. Dafür haben wir die verschiedenen Forderungen auf Plakate gebracht, beziehungsweise Corona-bedingt dann als Social-Media-Kampagne haben wir verschiedene Plakate und Bilder erstellt, die auch zum Teil provokant die Forderungen darstellen sollten. Und letztendlich gab es eine deutschlandweite Kampagne, die im Juni und Juli 2020 stattgefunden hat. Dafür gab es auch eine sehr breite Aufmerksamkeit und viel positives Feedback, sodass wir letztendlich uns als Hochschulinitiative zusammengeschlossen haben und auch zusammen mit dem Rektorat den vielleicht einigen bekannten Banner vom HSZ noch engagiert
initiiert haben, sodass es auch eine Pressemitteilung gab und die Forderung tatsächlich unter die Studierendenschaft gekommen ist. Nachdem nun auch nur Social Media und öffentlichkeitswirksam diese Forderungen unter die Leute gebracht wurden, haben wir noch weitere Aktionen geplant, noch eine weitere Social Media Aktion und anschließend auch noch den Podcast, wo wir mit verschiedenen Personen aus dem Uni-Alltag gesprochen haben, zum Beispiel auch mit der Prorektorin für Universitätskultur, Frau Professorin Böhm, den studentischen SenatorInnen, der Gruppe Umweltschutz und auch dem Prorektor Bildung. Und darüber haben wir gesprochen, wie sich die Uni in den letzten Jahren und vielleicht auch zukünftig zum Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit verändert hat und noch zukünftig verändert wird. Und wen das schon interessiert hat, der kann sehr gerne diesen Podcast, aber auch unsere Social-Media-Aktion auf change-tud.de nachschauen beziehungsweise den Podcast nachhören. Und dabei ist natürlich auch der klimapolitische Forderungskatalog zu finden. Ja, für alle, die gerne wissen wollen, was denn die genauen Forderungen waren. Genau, und damit bedanke ich mich, dass wir hier uns als Initiative vorstellen durften und würde gern an Valerie Goldberg übergeben für den spannenden Vortrag. Gut, jetzt versuche ich mal wieder in den Bildschirmmodus zu kommen. Ach, Sie haben es, danke, Sie haben gerade freigegeben. Das ist sehr gut, da gehe ich gleich immer wieder rein in meine Präsentation und kann das im Prinzip jetzt schon starten. Ich hoffe, alles ist gut zu sehen. Vorhin hat es geklappt. Ja, ich möchte beginnen mit ein paar Aspekten zum Zusammenhang von regionalem Klimawandel und Veränderung der Klimaextreme und die Diskussionsgrundlage liefern, welche Folgen sich für die Gesellschaft ergeben könnten, nur als Grundlage mit ein paar Stichpunkten. Zunächst vielleicht so als Einführung ein paar Bilder, die jetzt die Problematik zeigen und auch generell, wie wir uns in Zukunft verhalten müssen, beziehungsweise worauf wir uns einstellen müssen. Es ist natürlich so, dass Klimaextreme jetzt hier am Beispiel von Hochwässern, die mal am markantesten sichtbar ein Klimaextrem darstellen, auch in der Vergangenheit schon aufgetreten sind. Das heißt, es gibt natürlich lange Klimahistorien über Hochwässer an großen Gewässern, wie der Elbe zum Beispiel, Fließgewässern oder kleineren Fließgewässern, wie der Weißeritz. Und das ist gut dokumentiert, sodass man da auch sich mit den Daten beschäftigen kann und schauen kann, ob sich da in der Häufigkeit in der Klimastatistik etwas verändert hat. Das heißt, mit diesen Dingen sind die Menschen schon lange konfrontiert und uns interessiert natürlich, ob es da eine Veränderung in der Häufigkeit geben wird in der Zukunft in Abhängigkeit vom Klimawandel. Also Hochwässer ist sicherlich das Markanteste, wo man sofort auch die Wirkung sieht und auch die großen materiellen Schäden dann sichtbar sind. Was etwas verborgener abläuft, aber in der Zukunft zusammen mit dem regionalen Klimawandel vielleicht wesentlich bedeutsamer sein könnte, sind Hitzeperioden. Und, da war ich zu schnell. Da ist vielleicht am markantesten zu benennen, um so einen Blick in die Zukunft zu haben, der Jahrhundertsommer 2003, der speziell im Süddeutschland und im Frankreich und der Schweiz herausragendes Ereignis gewesen ist. Und Sie sehen jetzt hier mal als Beispiel eben die, was dort passiert ist. Das heißt, die Mitteltemperatur im Sommer 2003 lag so im Süddeutschland und am Alpenraum über 6 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Und wenn man sich das einmal in der Häufigkeitsverteilung
statistischen anschaut, dann sieht man, dass das eben extrem abweicht von dem von der Verteilung, die man sonst in der Normalperiode von 1961 bis 90 an Sommertemperaturen in der Schweiz zu erwarten hatte. Das heißt, dieses Ereignis 2003, wenn man das statistisch auswertet, entspricht das in etwa in Süddeutschland und der Schweiz einem 500-jährigen Ereignis in der Häufigkeit. Ja, das tritt statistisch gesehen alle 500 Jahre auf, bedeutet aber natürlich nicht, dass es auch innerhalb von 5 Jahren zweimal auftreten kann. Das ist nur eine Frage der Ausdruck der Häufigkeit. So, jetzt haben die Schweizer Kollegen Klimaszenarien ausgewertet für die Zukunft, das heißt Mittel der Szenarien für das Ende dieses Jahrhunderts, die Periode. Und da zeigen sich zweierlei Dinge, was die Sommertemperaturen betrifft, nämlich zum einen natürlich, dass sich alles nach rechts verschiebt durch den Temperaturanstieg, den globalen und den regionalen Temperaturanstieg, und zum zweiten die Verteilung sich abflacht. Das heißt, abflachen bedeutet, die Extreme nehmen zu. Das heißt, die Häufigkeit, die Wahrscheinlichkeit für Extreme steigt in der Zukunft generell. Und wenn man das jetzt vergleicht, diese Veränderung, das, was wir erwarten können, zum Ende des Jahrhunderts mit dem Jahrhundertsommer 2003, dann muss man eben sagen, dass, wenn die Projektionen so erfüllt werden, also Business as usual weitergeht, so wie bisher, dann wird aus diesem 500-jährigen Ereignis, was wir 2003 hatten mit diesem Extremsommer, mit all den Folgen, im Ende dieses Jahrhunderts ein 5-jähriges Ereignis. Also ein sehr häufiges Ereignis, was einem heißen Sommer entspricht. Dieses Jahrhundertsommer 2003, wenn wir sagen, das ist ein Blick in die Zukunft, dann hat das ja auch gewisse Folgen, die damit verbunden sind. Und auch in Deutschland war das natürlich ganz markant. Das heißt, worauf muss man sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts prinzipiell einstellen? Das Hauptproblem bei sehr heißen Sommern ist insbesondere nicht nur, dass es tagsüber sehr, sehr heiß ist und langanhaltend, sondern dass eben die Nächte auch sehr, sehr warm sind. Und wir hatten in diesem Hitzesommer 2003 eben speziell in Südwestdeutschland eine extreme Häufung, überproportionale Häufung von sogenannten Tropennächten, das heißt Nächten, wo die Minimumtemperatur nicht unter 20 Grad geht. Und da besteht das Problem, dass die Erholungsphase für den Menschen, also gerade für vulnerable Gruppen, dann einfach nicht mehr da ist. Ja, und wenn Sie im Klimamittel der Normalperiode eben vielleicht so 2-3 Tropennächte haben, dann waren das in diesem Jahrhundertsommer eben zum Teil eben deutlich mehr als 15 bis 20 dieser Tropennächte. Und wenn wir sagen, das wird vielleicht in Zukunft in 50 Jahren vielleicht so alle 5 Jahre auftreten, so ein Sommer, dann zeigt das schon, vor welcher Problematik wir dann auch stehen, was auch die Klimaanpassung und den Klimaschutz betrifft. Also Hitze ist so neben dem Hochwasser ein weiteres Extrem, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Nun ist es so, dass Jahrhundertsommer wie 2003 eben, die mit großer Hitze verbunden waren, oder auch 2018 typischerweise auch das eine bedingt das andere auch mit Dürre verbunden sind. Und das ist die dritte Problematik, mit der wir es zu tun haben werden, auch in der Zukunft. Das heißt, mit zunehmenden Dürren, das sprich also einem deutlichen Defizit an verfügbarem Wasser, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Und Sie sehen jetzt hier mal als Beispiel das noch nicht allzu lang zurückliegende Jahr 2018, wo wir praktisch sich eine extreme Dürre aufgebaut hat, die im tiefen Boden ja bis heute noch nachwirkt. Und die hat eben gezeigt, dass in großen Teilen, großen Gebieten Deutschlands eben eine extreme Dürre, außergewöhnliche Dürre vorgeherrscht hat, mit Konsequenzen für die Erträge in der Landwirtschaft. Und wenn wir jetzt bedenken, auch angesichts der aktuellen Ereignisse, die uns ja alle jetzt Tag für Tag sehr intensiv beschäftigen, muss man sich in Zukunft überlegen, wie man sozusagen eine autonome Versorgung mit Nahrungsmitteln gewährleistet, weil das sich weniger angreifbar macht. Und in Deutschland ist es ja so, dass im Wesentlichen die Nahrungsmittelproduktion, was jetzt Getreide betrifft, ja zum Glück nahezu autark erfolgt. Das heißt, wir sind in der Lage, uns selbst zu versorgen mit Getreideprodukten. Nun ist es aber so, dass das natürlich sehr stark von der Witterung abhängt. Also da geht man immer von einem durchschnittlichen Jahr aus, was die Wasserversorgung betrifft. Wenn wir aber jetzt für die Zukunft eben annehmen müssen, dass Dürren zunehmen und damit auch die Erträge in der Landwirtschaft deutlich zurückgehen, so muss man sich da letztlich auch auf neue Randbedingungen einstellen. Und da
damit wird, kommt auch sofort der Zusammenhang zwischen der Politik, der Europapolitik letztlich, der Weltpolitik und dem Klimawandel zum Tragen. Ja, das eine ist nicht unabhängig von dem anderen zu sehen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, gibt es jetzt einen Zusammenhang mit der Klimaerwärmung, der Wetterextreme? Ich hatte jetzt ein paar Klimaextreme gezeigt, die jetzt schon aufgetreten sind und so prinzipiell erklärt, dass das in der Zukunft ein Problem sein könnte. Nun versuche ich das mal ein bisschen anhand ganz einfacher klimatologisch-physikalischer Zusammenhänge zu erklären. Wir gehen natürlich davon aus, dass unsere Welt sich erwärmen wird. Ich zeige hier nur ein Ergebnis vom IPCC global. Und da wird im neuen IPCC-Report, der ja dieses Jahr rausgekommen ist, werden unterschiedliche Projektionen gerechnet für eine Welt, die eben unterschiedlich sich erwärmt. Ja, also wir sind jetzt momentan schon in diesem Zustand ungefähr auf der linken Seite. Das heißt, wir haben schon etwa jetzt im Vergleich zur Referenzperiode Ende des 19. Jahrhunderts schon eine Erwärmung von 1 bis 1,5 Grad. Das heißt, wir befinden uns quasi jetzt schon in dieser Welt, dieser 1,5 Grad wärmeren Welt. So, und jetzt kann man annehmen, dass es in der Zukunft vielleicht mit einem blauen Auge ausgeht. Das heißt, dass wir mit 2 Grad Erwärmung durchkommen. Dazu müsste man aber natürlich jetzt extrem viel tun, gleich aktuell. Wahrscheinlicher ist es leider, dass wir bei einer 4 Grad wärmeren Welt herauskommen. Und ich habe jetzt mal im Zusammenhang dargestellt, was das bedeutet. Wir wissen natürlich jetzt auch aus den aktuellen Informationen, es gab ja da auch aktuelle Forschungsprojekte in der Arktis, von der auch wo die Leipziger Kollegen dabei waren mit der Polarstern, wissen wir natürlich und auch aus den Messdaten, dass die im Zuge der globalen Erwärmung die Arktis sich wesentlich stärker erwärmt als zum Beispiel unser Gebiet, die mittleren Breiten. Was hat das zur Folge? Ich habe das hier ein bisschen grafisch versucht darzustellen. Die Temperaturdifferenz zwischen Arktis und den mittleren Breiten bestimmt die Westwindtrift. Das heißt, je stärker die Temperaturdifferenz ist, desto stärker ist auch die Druckdifferenz und desto stärker ist die Westwindtrift. Wenn jetzt aber die Arktis sich stärker erwärmt als die mittleren Breiten, nimmt natürlich dieser Temperaturunterschied ab in Zukunft. Je stärker die Erwärmung ist, der Arktis, desto stärker. Das heißt, die Druckunterschiede nehmen ab. Und ich habe es mit den Pfeilen versucht darzustellen. Die Westwindtrift in unseren Breiten, die ja unser Wetter bestimmt, wird auch schwächer. So, wenn sich die Westwindtrift jetzt abschwächt, bedeutet das aber, dass die Strömung insgesamt mehr dazu neigt, zu mäandrieren. Ja, das ist wie beim Fließgewässer, wenn das langsam fließt und da ist irgendeine Störung dazwischen, dann fängt die an, so praktisch zu Mäander zu bilden. Je langsamer das Fließgewässer ist, desto stärker werden auch diese Mäander sein. Das heißt, was bedeutet das letztlich? Diese Mäandrierung der Strömung bedeutet, dass meridionale Strömungen, also Nord-Süd-Strömung, Süd-Nord-Strömung, häufiger werden und häufig auch die Strömung, die Mäander und die sich gar nicht mehr weiter bewegen, sondern dass sie dann sozusagen stationär wird. Man spricht dann von einer Blockierungswetterlage. Ja, ich habe das mal ja angedeutet. Man muss sagen, wenn so ein Berg sind, dann spricht man von einer Omega-Lage. Wenn diese sagen, über Europa ist, dann haben wir große Hitze im Sommer und Dürre. Oder wenn wir in einem Tal sind, dann spricht man von einer Troglage. Dann haben wir sozusagen Hochwasserlagen. Das heißt, wenn diese Lagen natürlich stationär bleiben, also tagelang oder vielleicht sogar wochenlang über demselben Gebiet verharren, dann führt das zu den extremen Wetterlagen. Ja? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in der Zukunft aufgrund der globalen Bedingungen eben die Wahrscheinlichkeit größer wird für solche meridionalen Wetterlagen, dann können wir rein von den physikalischen Bedingungen davon ausgehen, dass eben Extremwetterlagen zunehmen. So, man sieht das im Prinzip auch ein bisschen schon an den Daten. Hier ist mal dargestellt für das obere Elbtal die Klimareihe für die Sommerwärme. Das ist praktisch eine Temperatursumme, die da ausgerechnet wird. Und die zeigt jetzt letztlich da, dass in den letzten 30 Jahren eben die Anzahl von sehr warmen Sommern, also sagen wir Temperatursummen über 120, wird dann schon als sehr warm empfunden werden, eben deutlich zugenommen hat. Gleichzeitig aber auch die Schwankung von Jahr zu Jahr stärker geworden ist. Ja, also die Extreme zwischen den Jahren nehmen im Prinzip zu, aber insgesamt nimmt die Sommerwärme zu, also im Zuge der regionalen
Klimaerwärmung. Das ist das eine. Und damit verbunden auch die Zunahme der Sommerhitze. Das heißt, mit einer einfachen Maßzahl am Schwellwert kann man die Sommerhitze beschreiben, nämlich der Anzahl der Tropentage oder der heißen Tage, also wo die Maximumtemperatur am Tag über 30 Grad gestiegen ist. Hier mal für die Stationen Dresden-Klotzsche und Warnsdorf für über 100-jährige Reihe. Und da sieht man im Prinzip auch, dass die Anzahl der Jahre mit sehr vielen heißen Tagen im Prinzip auch in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen in der letzten Dekade allein schon 3 Sommer gehabt, die extrem heiß waren. Das heißt, wo die heißen Tage deutlich über 20 waren in der Anzahl. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es im Prinzip nur ein Jahr 1947, wo das der Fall war. Und man sieht dann aber auch hier die starke Schwankung von Jahr zu Jahr. Das heißt, die Extreme zwischen den Jahren nehmen im Prinzip auch zu, was die Sommerhitze betrifft. Bei den Starkniederschlägen, wenn wir davon ausgehen, dass sich dort auch was verändert, kann man das auch untersuchen. Und ich hatte ja vorhin in dieser Grafik schon darauf hingewiesen, Hochwasserwetterlagen in Mitteleuropa sind immer verbunden, großräumige mit Trogwetterlagen sogenannten. Das heißt, wo wir permanent unter Tiefdruckeinfluss, sehr lange anhaltend Tiefdruckeinfluss uns befinden. Und die bekannteste ist eben diese TRM-Wetterlage, also nennt sich Trog Mitteleuropa. Das heißt, wenn wir sagen, das Tief direkt über Mitteleuropa stationär verbleibt, über längeren Zeit, also eine Tiefdruckwetterlage, wo sehr viele Niederschläge eben entstehen können. Und da sieht man im Prinzip in der Statistik, dass die Häufigkeit dieser Trogwetterlagen in den Sommermonaten, in den letzten Klimaperioden eben auch zugenommen hat in Mitteleuropa. Das heißt, das Potenzial für Hochwasserwetterlagen hat sich damit auch verstärkt. Man kann das im Prinzip auch an den regionalen Trends in Sachsen festmachen. Das ist hier ein Auszug aus einer Publikation vom LfULG vom Jahr 2017, von der Federführung von uns, also was die Datenauswertung betrifft. Und die Grafik zeigt jetzt sozusagen die Häufigkeit und die Veränderung der täglichen Starkregen. Ja, das ist so eine Maßzahl, die etwas aussagt eben über lokales Hochwasserpotenzial, initiiert durch Starkregen. Und dabei wird statistisch das sogenannte 95er Perzentil ausgewertet. Das heißt, das ist ein Schwellwert, der sagt, dass alle ab diesem Schwellwert die höchsten 5% der täglichen Niederschlagswerte sich befinden. Ja. Und man sieht jetzt im Prinzip, dass dieser Schwellwert für Starkregen natürlich regional abhängig ist von der Lage. Das heißt, die Gebirgslagen haben natürlich den höchsten Starkregenschwellwert, so um 30 mm am Tag ist dort der Schwellwert. Aber man sieht auch im Tiefland, dass es da eine regionale Unterschiede gibt. Das heißt, in Ostsachsen, wo es eigentlich generell trockener ist im Sommer, ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit für hohe Starkregenereignisse größer als in Westsachsen. Ja, das hat etwas mit dem Potenzial der wärmeren Atmosphäre zu tun, die dort vorhanden ist. So, wenn man sich jetzt mal die Veränderung anschaut, den aktuellen Trend, das ist also Vergleich von der letzten letzten 25, 30 Jahren zu der Normalperiode 1961 bis 90, dann sieht man im Prinzip, dass in fast allen Regionen von Sachsen eine Zunahme dieses Starkregenschwellwertes, also der Intensität pro Ereignistag, zu verzeichnen ist. Ja, das heißt, auch die Klimadaten selber für die Starkniederschläge korrelieren sehr gut zu der Zunahme der Häufigkeit der niederschlagswirksamen Wetterlagen, also der Trogwetterlagen. Ja, das passt sozusagen miteinander zusammen. Das heißt, im aktuellen Trend sieht man schon eine Veränderung. Und das deckt sich im Prinzip dann auch mit den Projektionen für die Zukunft. Das ist sozusagen ein Auszug aus dem IPCC für Europa, also die regionalen Klimaprojektionen für Europa. Und das zeigt letztlich, dass sowohl die Tage, die extrem heißen Tage zunehmen werden in der zweiten Hälfte oder bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, natürlich insbesondere in Südeuropa, aber auch in Mitteleuropa. Das ist das Erste, was wir erwarten können. Das deckt sich ganz gut mit dieser Zunahme der Hitzetage, die ich vorhin gezeigt habe. Das heißt, dieser Trend wird sich fortsetzen. Gleichzeitig nimmt aber auch der maximale Niederschlag, tägliche Niederschlag zu, also die Starkniederschlagswahrscheinlichkeit. Und letztlich, dieser Index zeigt das im Prinzip auch nochmal, dieser Precipitation Index, diese Zunahme der Starkniederschläge, speziell in Mitteleuropa und Nordeuropa.
Für Sachsen selber kann man natürlich auch die sich in der RECIS-Datenbank bedienen, dort Ergebnisse herausziehen. Und ich möchte hier praktisch nochmal Augenmerk legen auf diese Änderung der Ereignistage. Da gibt es natürlich die winterlich bedingten Ereignistage, Frosttage und Eistage. Das heißt, die Abnahme zeigt, dass es im Winter einfach milder wird. Für uns ist aber interessant, das sind eher die Sommerereignistage, also die Anzahl der Sommertage und vor allen Dingen für die Hitzebelastung die Anzahl der heißen Tage. Und da sieht man im Prinzip, dass hier auf der rechten Seite zum Ende des Jahrhunderts in den Simulationen eben die für verschiedene Modelle die Anzahl der heißen Tage, also dieser über 30 Grad eben so 15 bis 20 pro Jahr zunimmt. Und wenn Sie sich an diese Grafiken vorhin erinnern, da war praktisch waren die extremen heißen Sommer 2018 zum Beispiel, die hatten 25 Tage pro Jahr heiße Tage. Ja, das heißt, die Zunahme, die hier angezeigt ist, würde bedeuten, dass zum Ende des Jahrhunderts ein Sommer wie 2018 oder 2019 oder 2015 eher die Regel sein wird, nicht mehr die Ausnahme. So, last but not least hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass neben der Hitzebelastung in den Starkregen auch die Dürren, also das Wasserdefizit der Zukunft eine Rolle spielen wird. Und Sie sehen jetzt hier mal eine Auswertung für verschiedene Zusammenschau von verschiedenen Klimamodellen, regionalen, praktisch die Änderung der klimatischen Wasserbilanz, monatsbasiert, bis zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zur Referenzperiode. Ja, klimatische Wasserbilanz bedeutet Niederschlag minus potenzielle Verdunstung. Das ist sozusagen das, was minimal zur Verfügung steht für die Landwirtschaft, fürs Wachstum. Ja, und da sehen Sie, dass mit fast allen Monaten hier eine deutliche Abnahme des zur Verfügung stehenden Wassers prognostiziert wird zu Ende des Jahrhunderts. Das heißt, für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft zum Beispiel, auch für die Wasserversorgung werden wir vor ganz neue Herausforderungen gestellt in der Zukunft. So, damit bin ich auch schon bei meiner letzten Folie und will da nur ein paar Stichpunkte für die Diskussion hier aufwerfen, die mir jetzt so eingefallen sind. Also wir hatten jetzt ja festgestellt, es gibt einen Zusammenhang zwischen regionalem Klimawandel und Klimaextrem und das, was wir schon messen, in den Messdaten sehen und was eben auch in der Erwartungshaltung der Projektionen drin liegt, müssen wir mit einer Zunahme der Extreme rechnen, also was Starkniederschläge betrifft, Hitze und aber auch Dürre. Ja, was bedeutet das? Welche Folgen hat das für die Gesellschaft? Das Erste ist natürlich, man muss versuchen, dem gegenzusteuern, ja, weil praktisch der regionale Klimawandel wird natürlich vom globalen Klimawandel gesteuert. Ja. Das heißt, wenn wir den gegensteuern, dem globalen Klimawandel oder den mindern, dann tun wir natürlich auch was für die regionalen Auswirkungen. Ja. Das heißt, Stichwort CO2-Neutralität wäre so ein Diskussionspunkt, denke ich mal, der natürlich jetzt eine Diskussion ist, was bedeutet das letztlich? Also Kernpunkt zum Beispiel aus meiner Sicht ist Gebäudesanierung ganz entscheidend. Also die größten Verluste, energetischen Verluste, die mit CO2-Produktion zusammenhängen, liegt natürlich an der Dämmung der Gebäude zum Beispiel. Die Frage ist, wie kann man das sozialverträglich gestalten? Ja, so ein Diskussionspunkt. Umbau-Energiesektor ist natürlich jetzt ein ganz aktuelles Thema und da muss ich auch wenn ich das versuche zu vermeiden, aber es holt einem doch wieder ein. Die aktuellen Ereignisse, wir wissen es natürlich alle und wir sind ja arg damit beschäftigt, der Krieg in der Ukraine hat uns natürlich für dieses Problem erneut vor Augen geführt. Und wenn man dieser ganzen aktuellen Situation, die ja unbeschreiblich tragisch ist, muss man einfach sagen, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, überhaupt etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es vielleicht, dass dadurch jetzt sozusagen ein Push-Faktor erzeugt wird für den Umbau des Energiesektors, was ja praktisch die letzten Jahrzehnte de facto verschlafen wurde, muss man einfach so sagen. Und auch gleichzeitig eben die Rückbesinnung auf lokale Produktionsketten, wo das möglich ist, was aber natürlich auch wieder Konsequenzen hat in der sozialen Verträglichkeit, ja, Verteuerung. Das wäre das eine, Klimaschutz. Und Klimaanpassung ist natürlich die andere Schiene. Und da ist das eine, es hat es ja gezeigt, also Hitze wird in der Zukunft eine ganz große Rolle spielen in den Sommern. Und das heißt, wir müssen die
Hitzeresilienz von Städten stärken. Dazu haben wir in so einem aktuellen Projekt, wurde ja schon erwähnt, einiges gemacht. Die Dürreresilienz der Land- und Forstwirtschaft muss auch gestärkt werden. Ich hatte es vorhin gezeigt. Zunahme von Dürren stellt uns vor neue Herausforderungen in der Land- und Forstwirtschaft. Und man kann dem in gewisser Weise durch gegensteuern, ja, durch Sortenwahl und Bodenpflege. Das wäre auch noch ein Diskussionspunkt. Und Wasserversorgung in der Zukunft ist die eine Geschichte und der Hochwasserschutz die andere. Ja. Zunahme von Starkniederschlägen einerseits, aber Zunahme auch von Dürren andererseits. Das sind zwei gegenläufige Dinge, was die Talsperrenbewirtschaftung betrifft. Ja, Starkniederschläge brauchen wir mehr Hochwasserschutz, also niedrige Einstauhöhe in der Talsperre. Wasserversorgung brauchen wir eine große Einstauhöhe in der Talsperre. Ja, das ist so ein Konfliktgebiet bei der Talsperrenbewirtschaftung. Könnte man vielleicht auch nochmal drüber sprechen. So, mit dieser Folie möchte ich dann schon meinen Vortrag schließen und bin dann auf die spätere Diskussion gespannt und übergebe damit gerne an André. Ja, danke Valerie. Ich mach mal meinen wieder aus, ja. So. Genau. So, gut, alles klar. Ich frage mal die Moderation, ob jetzt Zwischenfragen schon gestellt werden dürfen oder ob ich meinen Vortrag direkt anschließen soll. Also jetzt kurze Fragen können natürlich gerne jetzt schon gestellt werden, bevor Sie dann anfangen. Das ist vielleicht thematisch noch ein bisschen aktueller. Wenn nicht, sammeln wir alles am Ende. Also gern, wenn Sie Fragen haben, jetzt in den Chat schreiben. Sonst würde ich auch beginnen, einfach meinen Bildschirm schon mal zu teilen, zu gucken, dass das funktioniert. Und wenn es keine Fragen jetzt ad hoc gibt, würde ich mal ganz in Ruhe anfangen, hier jetzt auch anzusetzen, fortzusetzen, den Rahmen, den Valerie, Herr Goldberg uns gegeben hat, ein bisschen größer zu ziehen, räumlich und zeitlich. Und ich fange mal hier, das hat dieses Schild oder die Abbildung, die man ja dieser Tage oder auch in der Vergangenheit oft auf Demonstrationen gesehen hat. Save the Planet, wir sollen unseren Planeten schützen. Ich würde das mal ein bisschen in Frage stellen, ob dem wirklich so ist. Wir zoomen mal ein bisschen raus, dann wenn man ein bisschen weiter zurückgeht in der Zeit jetzt erstmal und sich anschaut, so wie die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende hier ausgesehen haben, dann sieht man, dass das echt in Sachen Klimavariabilität ganz schön auf und ab ging. Ne? Es war sehr variabel und wir Menschen, uns gab es natürlich schon, wir sahen aber eher so aus, wie hier unten links. Und dann kam das erstaunlich stabile Holozän, wo halt unser Klima, wie wir es heutzutage noch kennen, relativ stabil ist. Und erst dann, wenn man hier jetzt mal quasi reinzoomt, sieht man hier diese Stabilität. Und erst durch diese Stabilität, hier steht es auch klein geschrieben, konnte sich erst die moderne Landwirtschaft überhaupt entwickeln, die ja der Grundstein unserer sogenannten Zivilisation ist. Also wir als menschliche Zivilisation sollten bestrebt sein, wenn wir so weiterleben wollen wie bisher im allgemeinen Sinne, dass wir doch dieses stabile Klima möglichst erhalten sollten. Wenn man aber jetzt auf diesen Anstieg in den letzten Jahrzehnten schaut, dann sind wir dabei, genau das, dieses Holozän zu destabilisieren. Was da heißt, die Grundlage, die uns hierhin gebracht hat, die sind wir dabei, uns gerade selber unter den Füßen wegzuziehen. Also geht es gar nicht um den Planeten. Der Planet hat schon viele Veränderungen mit und ohne uns erlebt, klimatisch und auch in Sachen Umwelt. Aber wenn wir weiter so da sein wollen, wie wir es kennen, dann geht es halt nicht darum, den Planeten zu retten, sondern eher uns selbst als Gesellschaft und letztendlich, um ein bisschen dramatisch zu werden, vielleicht auch als Art. Wir sind quasi auf dem Weg von einem großen, also von einer Welt, die ein großer Planet und eine kleine Welt war, eher jetzt ein kleiner Planet, der für jeden irgendwie immer kleiner wird in einer großen Welt. Und deswegen freue ich mich, hier auch ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich schon auf die Fragen, die dann sicherlich auch noch kommen werden. Und ich werde auch ein paar Sachen wieder aufgreifen und wiederholen, denn dann bleibt auch was hängen. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung sehr gut. Ein paar Klimaszenarien wurden auch von Valerie schon gezeigt. Ich zeige ja auch nochmal den letzten Stand vom IPCC, vor kurzem veröffentlicht, die verschiedenen Szenarien, wo wir rauskommen könnten.
Ein Weg führt hier drastisch nach oben, so fast an die 5 Grad ran. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort landen, liegt bei ungefähr circa 8%. Jetzt könnte man meinen, zu 92% kommen wir da nicht hin. Das heißt, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Eine 92-prozentige Sicherheit, dass wir zumindest nicht bei 5 Grad landen. Ich lasse das mal kurz vielleicht im virtuellen Raum wirken. Würden Sie dem denn zustimmen? 92% Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder nicht landen, klingt gut. Aber wenn man das mal ins Verhältnis setzt, dann ist das das Gleiche, als wenn vor Corona jeden Tag 1.500 Flugzeuge abgestürzt werden. Auch dann wären 92% aller Flugzeuge, die starten, auch wieder sicher gelandet. 8% nicht. Das wären 1.500 Abstürze am Tag gewesen. Glauben Sie mir, niemand wäre mehr in ein Flugzeug gestiegen bei diesen Zahlen. Nicht einer. Das heißt, wo wir es einerseits hinnehmen, bei anderen, wo wir die Folgen unmittelbar sehen würden, würden wir es nicht hinsehen. Es liegt also auch mit unserer Perzeption von Folge und Wirkung entsprechend hängt das zusammen. Die vermaledeiten 1,5 Grad wurden auch schon angesprochen, dass wir möglichst da uns einpegeln sollten. Valerie hat es auch schon gesagt, höchst unwahrscheinlich und wir sind eigentlich da schon drüber. Aber warum eigentlich diese 1,5 Grad? Was hat es damit auf sich und ist die Grenze willkürlich oder warum ist das wichtig? Und ich will da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Hier auch, wo wir ungefähr sind, ein bisschen höher jetzt mittlerweile schon, dann das Pariser Klimaabkommen nicht über 2, möglichst bei 1,5 Grad steht da ja drin. Und dann sieht man hier auch verschiedene Wege, die wir gehen könnten. Ne? Die aktuellen Ziele, die man sich gesetzt hat, dann landet man so bei 2,1, 3,3 Grad. Wenn die Politik, wie sie gerade eben gemacht wird, einfach so weitergehen würde, also eingefroren und wir würden jetzt so weitermachen wie bisher, dann landen wir so in dem Spektrum. Und auch wenn man jetzt positiv denkt und sagt, ja, wir schaffen sogar noch ein bisschen mehr als die gesetzten Ziele, auch dann sind wir über 1,5 Grad. Wenn man sich das jetzt nochmal für verschiedene Auswirkungen ansieht, also hier sind die 1,5 Grad, dann sieht man, dass selbst wenn wir das schaffen sollten, das Unwahrscheinliche dort zu bleiben, müssen wir uns trotzdem schon von einigen Sachen verabschieden beziehungsweise mit Veränderungen umgehen können. Also der Großteil unserer Wasserkorallen, wie wir sie heute noch kennen, wird bei diesem Szenario verschwinden. Auch wenn wir bei 1,5 Grad landen. Das ist quasi ziemlich sicher. Küstennahe Fischerei ist mit hohem Risiko belegt. Wie auch schon erwähnt, die arktische Region wird höchstwahrscheinlich sich stark verändern mit viel mehr Eis, was schmilzt. Küstennahe Überflutung nehmen zu und auch das ist erwähnt worden, eben diese hitzebezogenen Gesundheitsprobleme, die vor allen Dingen in den Städten auftreten und das Projekt und der Preis wurden ja auch schon genannt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Flutereignisse auch eingehen. Das ist das Bild des Jahres von UNESCO aus dem letzten Jahr. Und das ist in Indien an der Grenze zu Bangladesch aufgenommen, in den sogenannten Sundarbans. Das ist so ein Mangrovengebiet. Und was man hier sieht, ist ein junges Mädchen. Und das hier hinten war das Geschäft ihrer Familie. Das war ein Teehaus. Und das ist quasi weg. Und auch diese Extremereignisse, auch in küstennahen Gebieten, werden immer weiter zunehmen. Und die TU Dresden ist da auch in der Region aktiv jetzt mit einem Programm gefördert durchs Auswärtige Amt und den DHAD, um zusammen mit Partnern eben hier in Deutschland, in Aachen, aber auch in Bangkok und Chennai eben dieses Problem auch vor Ort und mit Partnern vor Ort entsprechend anzugehen. Sie haben den Begriff vielleicht auch schon mal gehört, sogenannte Kipppunkte, Tipping Points. Das heißt, wenn Systeme sich verändern, wenn zum Beispiel ein Wald, ein tropischer Wald, sich nach und nach in eine Savanne verändert, zum Beispiel durch klimatische Bedingungen, dann ist das nicht wieder umzukehren. Das heißt, wenn der Wald einmal eine Savanne ist, dann wird er es das auch für eine ganze Weile bleiben. Und solche Kipppunkte gibt es in der Ökologie, das ist bekannt schon länger, und die werden jetzt immer interessanter, auch in der ganzen Klimawandelproblematik und mit den ökologischen Faktoren, die damit zusammenhängen, weil diese sich gegenseitig verstärken und bedingen. Was da heißt, ist ja auch schon erwähnt worden, wenn das arktische Eis schmilzt, dann gibt es Auswirkungen auf die Strömung, was wiederum Auswirkungen hat
auch zum Beispiel auf den südamerikanischen Amazonas-Regenwald. Und wenn diese Systeme einmal kippen, dann kann es zu einer Kaskade kommen, sodass wir letztendlich vor einer sehr, sehr, sehr veränderten Welt stehen, die uns ganz andere Ressourcen voraussichtlich sehr viel weniger eben zur Verfügung stellen kann. Deswegen sollten wir hier auch die Stabilität möglichst erhalten und nicht riskieren, dass wir diese Kipppunkte überqueren. Aber auch hier ist es so, selbst wenn diese Kipppunkte überquert worden sind, hier nochmal im Modell dargestellt, das wäre so ein Kipppunkt, wenn man, hier ist das eine System, hier ist das andere, und wenn man einmal hier drüber ist, kommt man schwer wieder zurück. Dass solche Kipppunkte auch schon überwunden sein könnten, wir die Folgen aber noch nicht wahrnehmen, weil eben Auswirkungen nicht unmittelbar sind, sondern mitunter auch erst seit Jahren und Jahrzehnten wirksam werden. Und das ist auch ein Problem, gerade wenn man das in politische Fragestellungen übersetzt, was ja meistens in 4, 5 Jahren Legislaturperioden gerechnet wird, dann sieht man da ja eine Ungleichheit in dem ganzen Zeitrahmen. Letztes Jahr in Deutschland die Flutkatastrophe und die Auswirkungen, die bis heute nachhallen. Nur noch ein paar kurze Zahlen dazu. Also Deutschland zum Glück als reiches Industrieland war in der Lage, 30 Milliarden Euro unmittelbar bereitzustellen, um eben der Bevölkerung dort zu helfen und den Wiederaufbau auch zu fördern. Wenn man sich überlegt, das ist die Summe, die wir für die Auswirkungen eines Extremereignisses zur Verfügung gestellt haben. Und diese Ereignisse, wie wir gehört haben, werden häufiger. Wenn man das mal global vergleicht, auf der globalen Bühne, auch beim Klimaabkommen in Paris, wurde mal die Absicht erklärt, dass die Industrieländer dem globalen Süden 100 Milliarden Dollar im Jahr zur Verfügung stehen, um eben den Auswirkungen des Klimawandels zurechtzukommen. Kleine Information dazu, das ist bisher noch in keinem Jahr seit 2015 erreicht worden, diese Summe. Also wir sind ungefähr bei, ja, ein Drittel fehlt noch pro Jahr von diesen versprochenen 100 Milliarden. Und das meiste kommt auch nicht einfach als Hilfszahlung, sondern als Kredite, die von den betroffenen Ländern auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Wenn man sieht, diese Zahl ist sicherlich pro Jahr, aber für den gesamten globalen Süden. Und das ist die Summe, die Deutschland für ein einziges Ereignis, ein katastrophales, zweifellos aufbringen musste, kann man da schon eine Diskrepanz wahrnehmen und könnte vermuten, dass selbst das hier nicht ausreichen werden wird. Diese Muster kennen Sie alle, ob das jetzt beim Kohlenstoff ist oder bei allen anderen. Wir haben diese große Beschleunigung in den letzten Jahrzehnten da, die man in allen möglichen Variablen sieht, sodass wir unseren Planeten wirklich, ja, maßgeblich verändern, sodass wir sagen können, wir sind aus dem Holozän heraus, jetzt im Anthropozän, und wir sind die treibende Kraft auf der planetaren Ebene. Eine kurze Frage, vielleicht gibt es ja auch im Chat jemand, der da ein bisschen mitraten will, oder es weiß auch jemand. Jedes Jahr veröffentlicht das World Economic Forum eine Liste der Risiken für die Weltwirtschaft. Und das ist auch so in Kategorien eingeteilt: wirtschaftliche, Umwelt, geopolitisch, gesellschaftlich, technologisch. Und jetzt können Sie vielleicht auch mal selber denken, was ist denn auf Platz 1, 2, 3, 4, 5? Also was ist das größte Risiko für die Weltwirtschaft und welche Kategorien sind vielleicht häufiger vertreten? Und ich löse auf, im aktuellen, der ist jetzt im Februar veröffentlicht worden, auch hier durch den Konflikt jetzt so nah bei uns wäre das heute sicher anders, aber man sieht Platz 1, Climate Action Failure, also wenn wir es nicht schaffen, bald zu handeln, wird es auch wirtschaftlich katastrophale Folgen haben, die Extremwetterereignisse, Biodiversitätsverlust, das Grün überwiegt, wie überhaupt in den letzten Jahren, also die Umwelt oder umweltbezogene Faktoren birgen die größten Risiken auch für die Weltwirtschaft. Und gerade auch der Biodiversitätsverlust hat direkten Bezug auch zu anderen Farben. Also es hat auch einen direkten Bezug zu Infektionskrankheiten, dass wir diese Artenvielfalt verlieren zum Beispiel. Weil wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren an Infektionskrankheiten und Jahrzehnten da waren, ob das jetzt Covid ist aktuell, Ebola, Zika, SARS, auch HIV, das sind alles sogenannte Zoonosen. Das heißt, das sind Viren, die aus einer Wildpopulation von Tieren die Artengrenze übersprungen, auf den Menschen übergesprungen ist. Und das ist umso wahrscheinlicher, je häufiger Kontakt da ist
Und das ist mit der Landnutzung, wie wir sie betreiben, wird diese Wahrscheinlichkeit immer, immer höher. Und wenn man dann so die Hochrechnung sieht, dass mehr als 500.000 Viren potenziell eben noch da draußen schlummern, die human pathogen sein könnten, dann spielen wir hier mit dem Feuer und vor der Pandemie ist nach der Pandemie. Das ist wirklich eine Frage der Zeit. Und auch hier gab es vor kurzem eine Schätzung, wie man sieht, wir sind jetzt bei einer, das sind die US-Trillionen, was da heißt, es eine Billion ungefähr, wahrscheinlich ist es noch viel mehr, Billiarden, Schaden, was jetzt die Corona-Pandemie weltweit verursacht hat und man hätte sie mit sehr viel weniger Geld verhindern oder eindämmen können, gerade eben auch, wenn man mit unserer Umwelt, wenn wir es lernen würden, da sorgsamer damit umzugehen. Natürlich hat das auch viele andere direkte Bezüge und ich will ganz kurz, weil das auch oft immer zumindest teilweise missverstanden ist, was ist denn Biodiversität? Das ist nicht nur die Artenvielfalt, die gehört dazu, keine Frage, aber es ist auch die genetische Vielfalt innerhalb einer Art, also in dem virtuellen Raum, ich sehe Sie jetzt leider nicht, Sie sehen aber, oder Sie können sich vorstellen, dass wir alle unterschiedlich aussehen und unterschiedlich sind und das ist unsere genetische Vielfalt und das hat man natürlich auch in vielen anderen oder in allen anderen Arten und die dritte Säule der Biodiversität ist die Ökosystemvielfalt und alles zusammen ergibt die Biodiversität. Und wir befinden uns derzeit wirklich im dem größten Massensterben, seit wir die Dinosaurier verloren haben auf diesem Planeten. Und die treibenden Faktoren sind Übernutzung, die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, Stadtentwicklung, Verschmutzung und so weiter. Eine ganz kurze Frage. Das Leben auf dieser Erde ganz einfach gefasst. Vielleicht möchten Sie kurz raten oder vielleicht wissen es auch einige, wie viele Pflanzenarten gibt es denn? Oder was heißt, wie viele Pflanzenarten sind der Wissenschaft bekannt? Und wie viele Tierarten sind der Wissenschaft bekannt? Vielleicht denken Sie kurz nach. Derzeit gibt es ungefähr 350, vielleicht auch 380.000 Pflanzenarten, die der Wissenschaft bekannt sind auf unserem Planeten. Das heißt, die haben einen wissenschaftlichen Namen, die sind beschrieben worden und katalogisiert und liegen auch als Beleg in irgendeinem Herbarium auf dieser Welt. Tierarten sind es deutlich mehr, ungefähr 1,8 Millionen Arten derzeit bekannt. Über die Hälfte davon allein sind Insektenarten, also mit Abstand die größte Gruppe. Jetzt ist da noch sehr viel Weiß in diesem Viereck. Und das ist jetzt wirklich auch nur auf Tiere und Pflanzen bezogen, aber den Großteil kennen wir eben nicht. Also es gibt vielleicht ungefähr 800.000 unbekannte Pflanzenarten nach Schätzung und irgendwas zwischen 5 und 15 Millionen unbekannten Tierarten, vor allen Dingen eben auch Insekten. Was da heißt, wir leben in einer Umwelt, die wir nur zum Bruchteil verstanden haben und überhaupt kennen und sind derzeit aber bei einer Aussterberate von ungefähr 4 Arten pro Minute, was 10 bis 100 Mal höher ist als im vorindustriellen Zeitalter. Warum ist das so wichtig? Das Ökosystem und alles, was drin ist, ist unser Kapital. Diese biophysischen Strukturen, die Biomasse erzeugen, unsere Vegetation zum Beispiel, dieses Funktionieren dieses Systems, ist eine Dienstleistung auch für unsere Gesellschaft, von denen wir alle profitieren und die auch einen ökonomischen Wert haben. Man spricht dann eben von sogenannten Ökosystemdienstleistungen und unterstützenden, bereitstellenden, kulturellen oder eben auch regulierenden Ökosystemleistungen, Klimaregulation, Wasseraufbereitung und als Beispiel hier mal Bestäubung. Bestäubung ist eine essentielle Ökosystemleistung für unsere Gesellschaft, weil vor allen Dingen Nahrungsmittel, aber auch die Kosmetikindustrie sind abhängig von Bestäubung. Man schätzt, auch das sind immer so über den Daumen gepeilte Zahlen, diese Werte von weit über 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was das wert ist, was quasi diese Leistung an Wert bereitstellt. Und das ist wirklich nur auf ausgezeichneten Landwirtschaftsflächen. Das heißt, was so auch noch im Wald genutzt wird, im Naturwald oder so, ist hier gar nicht mitgezählt, sondern wirklich nur die konventionelle Landwirtschaft. Und es gab vor ein paar Jahren mal eine Aktion auch hierzulande von der Penny-Gruppe, den Supermärkten, die mal einfach aus den Regalen das genommen haben, was bestäuberabhängige Produkte sind
und dann sind die Regale nämlich sehr schnell sehr leer. Und das betrifft auch nicht nur die domestizierte Honigbiene, das hat ihre eigenen Probleme. Es gibt in Deutschland zum Beispiel mehrere hundert Wildbienenarten, die viele wichtige Bestäubungsleistungen übernehmen und auch diese verlieren wir in einer nie dagewesenen Rate. Was ist Natur wert? Ich habe gerade schon das Beispiel gebracht, Bestäubung, noch ein paar weitere, zum Beispiel auch den Flutschutz. Ich mache das mal kurz aus. Da gibt es jetzt eine ganz kurze Demonstration. Ups, kleinen Moment. Ja, wie Mangroven. Um eben vor Überflutung oder auch starken Wellen, Tsunamis zu schützen. Auch das heißt eine wirkliche Komponente, weil die Schäden, die man vermeidet, wenn man dieses Biotop, dieses Ökosystem erhält, man das monetär übersetzt, kommen da beachtliche Zahlen zustande. Oder auch unsere Medizin. Über die Hälfte aller bekannten Arzneimittel auf dieser Welt stammen ursprünglich aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, sind dort entdeckt worden, dann synthetisch meistens heute nachgebaut, aber quasi der Bauplan kommt aus der Natur, von über der Hälfte aller unserer bekannten Arzneimittel. Und dabei haben wir nur ungefähr 2% aller bekannten Pflanzensubstanzen bisher auf Wirksamkeit getestet. Und vorher hat man ja gesehen, wir kennen noch nicht mal alle Pflanzenarten. Das heißt, das Potenzial, was da ist und was wir gleichzeitig verlieren, ist beachtlich. Und dieser Werkzeugkasten an Möglichkeiten, um eben uns anzupassen auch an den Klimawandel oder um Medizin da einen Fortschritt zu erlauben. All das ist eine Werkzeugkiste und die sind wir dabei, nach und nach immer stärker auch zu verlieren und uns damit selber in unserer Anpassungsfähigkeit einzuschränken. Viel wird von Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist ein Gedanke, der kam, wurde zum ersten Mal so ein bisschen strukturiert in den 80er Jahren von der UN im sogenannten der Brundtland-Kommission. Da wurden diese drei Ps der Nachhaltigkeit, People, Planet, Profit, dass es diese drei Sphären sind, die miteinander und gleichberechtigt existieren müssen. Und hier in der Mitte dann quasi, das ist dann die Nachhaltigkeit. Ich würde mal proklamieren, die Realität sieht eher so aus. Und das erinnert doch stark an den berühmten Kollegen und dass das mittlerweile aber auch an die großen Konzerne durchdringt, dass das eine wichtige Komponente ist, ist klar, weil selbst die Financial Times schreibt, dass der Wert von Biodiversität ungefähr bei 33 Millionen Dollar pro Jahr ungefähr zu schätzen ist und das ist nur mal so zum Vergleich das Bruttosozialprodukt von der USA und China zusammen und dass wir dabei sind, eben in den nächsten Jahren schon 10% der Wirtschaftsleistung zu verlieren, allein durch den Verlust an Biodiversität und Ökosystemleistungen und dass mindestens die Hälfte unserer Weltwirtschaft direkt abhängig ist von solchen Ökosystemleistungen. Oft ist das noch nicht mal bekannt. Um nicht zuletzt dem entgegenzuwirken, gibt es die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Das sind 17 schöne Ziele, 2015 so aufgeschrieben und auch hier hat man diese drei Kreise wieder, so die Biosphäre, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Man kann das so darstellen, ich bin großer Fan davon, muss man aber nicht, aber das ist quasi, das proklamiert, dass man eine stabile und gesunde Biosphäre benötigt, um eine gesunde Gesellschaft eben zu ermöglichen, in der dann eine nachhaltige Wirtschaft existieren kann. Das heißt, das eine bedingt das andere. Und das würde heißen, wenn man dem zustimmt, dass wir bei diesen Zielen hier unten, das heißt, wir müssen etwas gegen den Klimawandel unternehmen, wir müssen unsere Wasserressourcen erhalten, unsere Süßwasserressourcen und wir müssen das Leben, das heißt die Biodiversität schützen, im Wasser wie auch an Land, dass diese Ziele nicht verhandelbar sind. Die müssen wir erreichen, um alles andere zu ermöglichen. Wenn wir hier versagen, fällt quasi die Hochzeitstorte in sich zusammen. Und das sieht man auch, wenn man mal sieht, was sich anschaut, wie die Risikoverteilung derzeit ist. Wenn wir hier einen sicheren Raum annehmen, das ist dieser Kreis in der Mitte und dann die verschiedenen Aspekte, wo wir quasi den sicheren Bereich als Menschheit verlassen und das Risiko eingehen, für uns schadhafte Auswirkungen zu provozieren,
dann sieht man eben ja, bei der Biodiversität, da sind wir weit drüber und wir riskieren quasi unser eigenes Wellbeing, unser Wohlbefinden. Ja, vor allen Dingen jetzt vor kurzem auch bestätigt, die sogenannten Novel Entities, das sind halt alle Produkte, die aus Mensch, also vereinfacht gesagt, aus menschlicher Produktion in die Umwelt gebracht werden, wo man die Auswirkungen gerade erst beginnt zu verstehen. Aber zum Beispiel die Plastikverschmutzung hat ein großes Risikopotenzial und vor allen Dingen unser Phosphor- und Stickstoffkreislauf, das hängt damit zusammen, wie wir Landwirtschaft betreiben als menschliche Gesellschaft. Salopp gesagt, Phosphor ist bald zumindest in einer Form nicht mehr verfügbar, dass er in der Landwirtschaft wie bisher einzusetzen wäre. Das heißt, es ist bald alle. Und Stickstoff ist zu viel im Boden, gerade auch hier in Deutschland, sodass wir mittlerweile unsere Wasserwerke, wenn wir Trinkwasser aus Grundwasser gewinnen, teuer nachrüsten müssen, um da den Stickstoff wieder rauszuholen, das Nitrat. Auch da haben wir arge Probleme. Wenn man sich jetzt in dem Vergleich den Klimawandel anschaut, dann ist es vergleichsweise, ja, wir sind im Risikobereich, aber dann könnte man sagen, ja, das ist noch vergleichsweise einfach, den zu handeln, mit dem umzugehen, obwohl er in aller Munde ist. Man muss hier wirklich multilateral, global zusammenarbeiten, um hier wieder entgegenzuwirken, dass das funktionieren kann. Da gibt es zum Glück auch Beispiele. Hier sieht man das Ozon, da sind wir wieder gut im sicheren Bereich. Das war 80er Jahre mal anders, Ozonloch, FCKW in Kühlschränken. Da waren wir weit drüber hier bei diesem Faktor, in einem sehr kritischen Bereich. Aber weil die Welt quasi bei dem Thema zusammengekommen ist und geschlossen gehandelt hat, war es möglich, wieder zurückzusteuern. Also es ist möglich, eine Garantie für die anderen ist es natürlich trotzdem nicht. Wenn man pessimistisch ist, könnte man sagen, wir machen das als menschliche Gesellschaft. Und wir können nur hoffen, dass wir unseren Fallschirm finden und Zusammenarbeit, Innovation, auch technisch, aber auch Neugier, Empathie und Wissenschaft und Bildung sind ganz wichtige Säulen, um eben Fakten zu schaffen, auf denen man dann vernünftige Entscheidungen treffen kann. So zumindest die Theorie. Es gibt diese Fakten aufgeschrieben und auch sozusagen übersetzt, auch für diese Decision Makers, für die Politiker. Man beginnt zuzuhören, es müsste nur schneller gehen, nicht nur im Zuhören, auch im Umsetzen. Und auch die Zivilgesellschaft ist ja in den letzten Jahren deutlich aktiver geworden mit diesem Bedürfnis, das auch zu tun. Vielleicht ist die Kollegin dem einen oder anderen schon untergekommen, Professor Maya Göpel, Wirtschaftswissenschaftlerin und Nachhaltigkeitsforscherin, eine der Mitbegründerinnen von Scientists for Future und ehemalige General Secretary of the German Advisory Council on Global Change for the Federal Government of Germany. Also das ist quasi ein Rat, der zu Nachhaltigkeitsfragen und zum globalen Wandel die Bundesregierung berät. Und sie hat vor ein paar Jahren auf einer Pressekonferenz das ganze Dilemma so schön zusammengefasst. Das kann ich nicht besser machen, deswegen will ich Sie kurz hier zu Wort kommen lassen. Ich würde das gerne ergänzen, weil ich glaube, aus dem Punkt jetzt auch Technologie und nach vorne. Ne? Wir diskutieren auf der anderen Seite einen Strukturwandel der Digitalisierung, der wird einfach so hingenommen. Das wird irgendwie von Märkten getrieben, das kommt bis zu 25% der Arbeitsplätze eventuell weg. Was muss der Staat machen, um das alles zu retten? Das wird als Fortschrittsagenda hingenommen, gefeiert und alle drauf. Warum, und das ist eine Frage, die lässt sich eben nur durch politökonomische Fragen nach Interessen und nach Machtkonstellationen beantworten, finden wir nicht diese gleiche Energie in der Modernisierung unserer Klimatechnologien, unserer Art, wie wir Land bewirtschaften und unserer Art, wie wir Mobilität gestalten? Warum kann das eine als Fortschritt gefeiert werden mit all den Kollateralschäden, für die die Politik und die Gesellschaft dann natürlich selbstverständlich gerade stehen soll, und das andere wird abgewehrt bis auf den letzten Moment, obwohl es in der Verhältnismäßigkeit um ganz andere Größenordnungen geht? Und diese Frage möchte ich stellen. Warum können wir diese Aufbruchsstimmung nicht generell fassen und für eine gemeinsame Idee des Wirtschaften des 21. Jahrhunderts nutzen, auf allen Bereichen? Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen.
Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und deshalb ist die Risikohierarchie in der Richtung umzudrehen. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind 5 ökologisch und das 6. Massenvernichtungswaffen, dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf. Ich denke, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion, Ihre Fragen und bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die 2 spannenden Vorträge. Ich möchte direkt mal die Zuschauenden dazu auffordern, noch weitere Fragen in den Chat zu stellen. Aber wir beginnen einfach schon mal mit der ersten Frage, die schon aufgetaucht ist. Und zwar kam die Frage auf, wenn schon seit mehr als 20 Jahren das Thema bekannt ist, der Klimaerwärmung, was können Schlüsselpersonen, Organisationen und letztendlich auch man selbst tun, um Veränderungen zu erzielen? Ja. Möchtest du beginnen, Valerie? Ich wäre vielleicht mal da kurz was zu sagen. Ich bin ja selber sozusagen damit in meiner wissenschaftlichen Laufbahn ja ständig konfrontiert gewesen, sagen wir mit Beginn des seit meiner Studienzeit, was ja schon jetzt über 30 Jahre zurückliegt, war das ein Thema, ja, dass das bahnbrechende Buch von Paul Crutzen, das Ende des blauen Planeten, stammt ja aus dem Beginn der 90er Jahre und da war das alles schon bekannt. Dass nichts passiert ist, liegt einfach an dem Problem an sich, dass Klimawandel eine langsam schleichende Geschichte gewesen ist, ja, die nicht von heute auf morgen passiert, ja. Und die Wahrnehmbarkeit nicht für jeden sofort sichtbar ist. Das ist generell das Problem bei langfristigen Veränderungen. Ja, beim Ozonloch damals war das insofern ein bisschen anders. Das war einfach da. Das hat sich relativ schnell manifestiert und wurde durch Messungen nachgewiesen. Und da war der Zusammenhang zwischen frei werdender Stratosphäre und dem sofortigen Risiko praktisch extrem gefährlicher kurzwelliger Strahlung, das war irgendwie für viele nachvollziehbarer, ja. Da ist es einmal dieses schleichende Problem des Klimawandels. Und dass das bekannt war, das kam ja von Seiten der Wissenschaft. Aber die Übertragung sozusagen in Richtung der Entscheidungsträger, da ist sozusagen so, ja, wie bei so einem Kondensator, da ist so ein Dielektrikum dazwischen, wo dann nicht mehr so viel durchkommt sozusagen und dann am Ende das gefiltert rauskommt. Das, vor dem Problem standen wir sozusagen immer und dass diese Abwehrhaltung vorhanden ist, das liegt eben auch wieder an dem Problem an sich. Und was jetzt in diesem letzten Beitrag von der Frau Göpel im Prinzip ja auch ein bisschen rauskam, ist das Kernproblem besteht im Prinzip darin, dass natürlich der Einzelne Angst hat vor Veränderungen. Ja, und die Politik das letztlich auch ein bisschen bedient hat immer die ganze Zeit. Und meine persönliche Einschätzung ist letztlich, auch wenn das vielleicht zu simpel erscheint, der Zwang zur Veränderung funktioniert derzeit in der Gesellschaft nur über den Geldbeutel. Muss man einfach so festhalten, weil es ja die aktuelle Situation zeigt, ja, die sehr schmerzhaft ist, wenn sagen wir, plötzlich bestimmte Energiepreise nach oben schnellen und der Effekt wird sein, dass Energie gespart wird. Das wird so sein. Das heißt, die Entscheidungsträger brauchen einen äußeren Zwang, der offenbar aber nicht allein von den Wissenschaftlern kommen kann, offensichtlich, sondern da müssen andere ökonomische Zwänge vorhanden sein. Das ist meine persönliche Meinung. Und entscheiden können es letztlich nur die Entscheidungsträger der Politik in Zusammenarbeit mit der Ökonomie. Also die Wissenschaftler geben ja den Rahmen. Der ist ja schon bekannt, schon lange. Und gerade im letzten IPCC ist es ja nochmal verstärkt worden und ist letztlich auch thematisiert worden. Aber die Umsetzung ist sozusagen
hängt dann offenbar doch noch von anderen Faktoren ab, mit denen wir auch gar nicht erst gerechnet haben. Ja. Manchmal gibt es eben solche Initialereignisse, die sehr, sehr traurig sind, sehr unerfreulich, aber die in dem Zusammenhang offenbar einen neuen Weg einschreiten werden. Ja. Weil das kann jetzt jeder Einzelne dazu nehmen, das zeigt sich letztlich auch wieder im Geldbeutel. Muss man also sagen, der Einzelne wird mit Sicherheit dann was unternehmen, außer sagen wir, einer Gruppe, in der wir uns befinden, die das aus Verständnis machen, tun. Da wird die Mehrheit der Menschen das nur tun, weil sie dazu gezwungen werden, weil sie es auf ihrem Konto sonst ein Minus haben. Ja. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ja. Ja, und nur um das noch vielleicht ein bisschen zu ergänzen, also die wissenschaftlichen Prognosen, die kamen ja aus der Wissenschaft, wie schon gesagt wurde, aber durchaus auch von Wissenschaftlern, die zum Beispiel auch für die Ölindustrie gearbeitet haben. Also es ist ja vor nicht allzu langer Zeit ans Licht gekommen, dass es eine Studie von Shell gab, bis heute einer der größten Ölkonzerne, die schon sehr früh, in den 50er Jahren, schon wussten, wenn diese Industrie sich so entwickelt, wie wir das voraussehen, eben basierend auf Erdöl, Erdgas, also auf den sogenannten fossilen Energieträgern, dann werden wir mit einer Klimaerwärmung zu rechnen haben, wo wir nicht wissen, was das mit unserem Planeten macht. Das ist auch bei diesen Konzernen lange bekannt. Aber es ist halt wirklich so, was Valerie meinte, solange es gut geht, also solange ich meine Gewinne einfahre, jetzt mal als Unternehmen gesehen, warum etwas ändern? Und das hängt dann auch damit zusammen, wie man Gewinne sieht und berechnet. Nur mal, ich will jetzt nicht groß ins Detail gehen, da kommen ja sicherlich noch ein paar andere Fragen, aber nur mal so ein paar Aspekte. Vor ein paar Jahren gab es eine Studie, durchgeführt auch vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der Cambridge University im Vereinigten Königreich in England. Da haben sie einfach mal gefragt, ich hatte vorhin das Beispiel der Bestäubung, bestimmte Unternehmen, die halt Produkte, naturbasierte Produkte eben haben, ihre Rohstoffe beziehen, die wussten nicht mal, dass ihre Rohstoffe bestäuberabhängig sind, geschweige denn von welchen. Das heißt, wir benutzen Ressourcen, ohne wirklich zu verstehen, wo die eigentlich herkommen, aber solange sie da sind, ist gut. Und auch diese, wenn man auch als Wissenschaftler sagt, ja, aber irgendwann ist die dann mal weg, wenn das keine unmittelbare Wirkung hat, ist das schwer zu übersetzen. Und es hängt auch damit zusammen, wie wir Wert berechnen, gerade in der Wirtschaft oder, sage ich mal, in der normal kapitalistisch orientierten Wirtschaft, dass wirklich ein Unternehmen nur auf das Finanzielle guckt, auf das Finanzkapital. Aber es gibt so viele andere Werte, die wir im anderen Umgang miteinander, in Familie zum Beispiel, natürlich leben. Es gibt Sozialkapital, das heißt der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es gibt Naturkapital. Und das kann man auch mit reinrechnen. Akademisch ist das auch in den Wirtschaftswissenschaften lange bekannt. Es wird aber nicht gelebt da draußen. Da steht im Zentrum eines jeden großen Unternehmens und auch mittelständischen oft leider noch der sogenannte Homo economicus. Und es muss halt am Ende eine schwarze Zahl sein, die bei rumkommt, ohne eben diese anderen Aspekte in diese Gleichung mit einzubeziehen. Das vielleicht noch als, ja, Anmerkung dazu. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Frage. Ich möchte noch einmal kurz nachfragen, welche Gruppen oder Organisationen denn letztendlich diesen Wandel, den Sie jetzt beschrieben haben, der notwendig ist, hervorrufen können. Also die Entscheidung, zum Beispiel für den Umbau des Energiesektors, kann nur von denjenigen kommen, die letztendlich dort arbeiten, aus meiner Sicht im Energiesektor. Im Zusammenhang mit der Politik, die Politik gibt den Rahmen natürlich, Restriktionen, aber die Unternehmen müssen sozusagen dann auch unter dem Rahmen der Politik das überzeugt werden oder das Gefühl haben, ist vielleicht noch weicher ausgedrückt, dass sie damit sozusagen weiter schwarze Zahlen schreiben können in der Zukunft. Ja. Und da das ist jetzt nochmal ein Übergang, der sich gerade vollzieht, aus meiner Sicht. Der wird natürlich noch von außen gepusht durch Zwänge, dass man das aber ökonomisch von der Energieversorgung unabhängiger werden muss, aufgrund der Rahmenbedingungen. Das, meiner Meinung nach, setzt sich das jetzt schon langsam durch, aber es ist ein sehr zäher Prozess. Ja, aber letztlich können wir als Verbraucher da aus meiner Sicht wenig entscheiden.
Ja, außer sagen wir, in so einem Verhalten, dass wir sagen wir, bestimmte nur Energiequellen nutzen, sagen wir, durch bestimmte Verträge, die aus Erneuerbaren stammen oder so, um das sagen, zu fördern. Ja. Aus meiner Sicht. Ja, und auch nochmal darauf eingehend, ich meine, ist die Weltgemeinschaft, das ist ja schon erstaunlich, auch wenn das jetzt noch nicht viel passiert ist, aber man muss mal überlegen, beim Pariser Klimaabkommen oder auch bei der UN-Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt, da sind weit über 100 verschiedenste Staaten weltweit zusammengekommen und haben sich auf gemeinsame Ziele geeinigt. Jeder, der von uns in so Gremien arbeitet, kann ja schon mal versuchen, mit 20 Leuten sich auf irgendwas zu einigen. Und das sind über 100 Länder. Und natürlich gibt es keine Weltpolizei. Das heißt, man einigt sich auf Ziele und unterschreibt auch, dass man etwas tut, um die zu erreichen. Wenn das aber jemand nicht tut, dann gibt es keine unmittelbaren Konsequenzen, außer diplomatische. Aber man kann jetzt niemanden deswegen verhaften oder so. Deswegen ist das wirklich ein langsamer Prozess, der aber auch nur so funktioniert. Auch eine kleine Fußnote, diese UN-Abstimmung, wenn dann wirklich was beschlossen wird, da wird nie gefragt, ob alle dafür sind. Es wird nur gefragt, ob noch jemand dagegen ist. Und auch das ist ein kleiner Trick-Knick, dass das wirklich so nur funktionieren kann. Und das funktioniert nur gesamtgesellschaftlich. Auch das Motto der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ist Leave no one behind, also lasst niemanden zurück. Wir müssen wirklich alle gesellschaftlichen Schichten, alle Akteure mitnehmen und wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe nur persönlich die Befürchtung, dass wir ein bisschen zu spät dran sind. Okay, vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Es war jetzt eine weitere Frage. Dann Sie, Herr Lindner, dass ja darüber geredet wurde, dass ein Kipppunkt oder einer der Kipppunkte bereits überschritten wurde, dass es gar nicht so sicher ist oder ob das jetzt nicht zutrifft. Wo geht denn der allgemeine wissenschaftliche Konsens Ihrer Meinung nach hin? Also sehr, sehr divers. Man kann Kipppunkte, man hat die schon beobachtet, zum Beispiel bei Korallen, hat man genau gesehen, jetzt Korallenbleiche und jetzt sind die weg. Hat man gesehen, der Kipppunkt war da und jetzt ist dieses System wirklich nahezu unwiederbringlich gekippt. Man hat das aber mitunter nicht vorhersehen können. Das heißt, den genauen Zeitpunkt vorherzusehen, ist unglaublich schwierig. Und dann kommt eben, was ich vorhin schon sagte, diese Langfristigkeit und auch die Trägheit von natürlichen Systemen. Das ist nun mal so. Ganz einfaches Beispiel, wenn wir auf der Stelle global aufhören würden mit allen Treibhausgasemissionen, jetzt, sofort, dann würde die Temperatur in den nächsten Jahrzehnten trotzdem noch weiter ansteigen, weil der Effekt eben so lange nachhallt. Und deswegen ist es schwierig, das vorauszusehen. Nur das Risiko, dass wir diese Kipppunkte, wir sind uns sicher, dass das Risiko steigt, sie zu erreichen. Und vielleicht sind wir schon drüber und können es noch nicht messen. Das ist aber, wie gesagt, besseres Raten. Das ist keine Wissenschaft mehr. Aber theoretisch sollten wir einfach, oder wir sollten der Theorie folgen und alles dafür tun, die Risiken, diese Kipppunkte zu erreichen, zu minimieren, soweit wir das noch können. Ja, vielen Dank. Dabei würde ich direkt mal bei Ihnen bleiben. Herr Lindner, es kam noch eine Verständnisfrage zur Kreisgrafik. Die planetaren Grenzen werden ja damit beschrieben. Und da kam die Frage, aus welchen Daten diese Grafik erstellt wurde und wie sich die Abschätzung erklärt. Genau. Und warum der Klimawandel als eher leicht zu bewertendes Problem dargestellt ist. Das Mikro ist noch aus. Einmal mindestens, ja. Da sind jahrzehntelange Daten rein, also dahinter. Die sind
entsprechend referenziert in den Originalpublikationen. Das basiert vor allen Dingen auf Arbeiten von Johann Rockström und Kollegen. Das ist, jetzt ist er der Direktor vom Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung und zuvor in Stockholm am Resilience Center. Das sind verschiedene Indikatoren je nach Kategorie. Und man sieht auch, dass bei einigen hier zum Beispiel, das ist die funktionelle Biodiversität, das heißt die Zusammenhänge, wie Arten miteinander interagieren, das kann man noch nicht quantifizieren. Das heißt, da gibt es auch noch viel Unsicherheit. Und das ist einfach das Risiko. Man hat für alle entsprechende quasi Grenzwerte festgelegt, wo wir beginnen, diesen Safe Operating Space, also die sichere Zone, zu verlassen. Das heißt nicht, dass unmittelbar dahinter schon alles zu einer Katastrophe endet, aber das Risiko, dass es für uns als Gesellschaft, dass die Auswirkungen katastrophal werden könnten, steigt eben hier. Ich kann jedem versichern, dass da ordentliche quantitative Wissenschaft dahinter ist, die wirklich jahrzehntelange Forschung zugrunde hat. Und ja, das größere Problem ist derzeit, wenn man das wirklich sehen will, der Klimawandel ist sehr populär und auch dieser ist sichtbar mit seinen Auswirkungen. Aber die anderen sind eigentlich die Probleme auch mit den noch größeren Risiken. Ja, also ich persönlich, meine persönliche Meinung, wenn wir nichts zum Biodiversitätsschutz tun, dann sind die Auswirkungen davon noch unmittelbarer und eher katastrophal potenziell als beim Klimawandel. Das ist aber nur meine Meinung. Und auch diese Einstufung ist ganz neu, ist erst dieses Jahr publiziert. Und das geht vor allen Dingen auf die jetzt immer deutlich werdenden Auswirkungen der Plastikverschmutzung, vor allen Dingen in den Ozeanen, zurück. Es gibt quasi kein Lebewesen mehr in diesem Ozean, wo man keine Plastik nachweisen kann. Jeden Fisch, den Sie essen, den Sie jetzt auch tiefgekühlt hier kaufen, ist überall schon Mikroplastik drin. Und keiner kann absehen, was das mit uns Menschen macht. Aber das Risiko, dass es nicht gut für uns ist, ist recht hoch. Okay, vielen Dank. Es kam noch eine weitere Frage aus dem Chat, wie Sie den Druck von der Straße, zum Beispiel durch Fridays for Future, bewerten. Und genau. Und wie Sie eben konkret damit umgehen, oder zumindest kam die Behauptung aus dem Chat, dass keine wirklichen Änderungen erreicht wurden. Also ich fange mal an, Valerie, das würde ich jetzt nicht sagen. Also das hat schon gezeigt und das quasi auf der Agenda der Entscheidungsträger schon nach oben gerückt. Und dieser Druck, aber das Momentum muss auch aufrechterhalten werden. Also es darf jetzt nicht nur so eine kurze sein, ist es ja auch nicht. Und das wird sicherlich, wenn das konstant so bleibt oder auch noch zunimmt, dann auch gehört werden müssen. Es sind ja schließlich auch Wählerinnen und Wähler dann dahinter. Und da muss man halt dann spätestens bei diesen demokratischen Werkzeugen, die wir dann haben, die muss man dann auch zusätzlich nutzen, neben aller Zivilcourage und dem Einsatz dort. Aber dass sowas nicht so schnell geht, das kann frustrierend sein, aber damit muss man umgehen. Also das bleibt nicht aus. Ich sehe das ähnlich und für mich war eher überraschend, was heißt überraschend, aber vielleicht lag es auch in der Erwartungshaltung, dass die Wahrnehmbarkeit der Problematik oder auch das Höherrücken in der Wertigkeit in der Politik eben nicht durch die Wissenschaftler gekommen ist, die es gemacht haben, sondern eben durch die Jugend auf der Straße, weil an denen kommt man nicht sozusagen nicht vorbei als Politiker. Da kann man sich eher schlechter darstellen oder profilieren. Ja, mit Wissenschaftlern kann man immer so ein bisschen, naja, das ist sowas Exotisches und so, das versteht sowieso keiner. Aber wenn natürlich die neue Generation da, die das Heft des Handelns ja auch vielleicht dann demnächst auch selber übernehmen wird, mit der sollte man sich dann vielleicht auf Dauer doch nicht anlegen. Es war so mein Eindruck und insofern hat es dann doch auch für die Wissenschaftler etwas, war das was Positives, sage ich mal, auch wenn sie es vielleicht selber gar nicht diejenigen waren, die es dann eben umgesetzt haben, durchgesetzt haben. Insofern hat mich das schon etwas überrascht, im positiven Sinne. Okay, dann würde ich da direkt nochmal anschließen mit einer persönlichen Frage von mir, wo das thematisch gerade passt. Welcher Rolle kommt denn dann der Wissenschaft zukünftig zu? Also es wurde ja jetzt schon in den beiden Vorträgen ausführlich darauf eingegangen, was der Wissensstand ist und dass unbedingt gehandelt werden muss.
Was ist dann zukünftig die Rolle der Forschung und Wissenschaft, wenn doch jetzt quasi eigentlich schon klar ist, was das Problem ist und dass etwas gehandelt werden muss? Was würden Sie da der Rolle zukünftig? Also ich denke, wenn man so die Entwicklung der IPCC-Perioden sozusagen, wo IPCC-Reports rausgekommen sind, immer so im Schnitt alle 7 Jahre, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Jetzt sind wir schon beim 6. sozusagen. Das ist schon also eine lange Geschichte. Verfolgt ist die Aufgabe der Wissenschaft immer gewesen, die Dinge, die eigentlich schon bekannt waren, prinzipiell, nämlich dass es zu der Erwärmung kommt, globale Erwärmung, sattelfester zu machen, sage ich mal jetzt ganz salopp ausgedrückt. Das heißt, die Belastbarkeit der Ergebnisse wurde von Mal zu Mal besser, weil einfach die Daten, die dahinter steckten, also die Messdaten und die Modelle immer besser, vollkommener wurden, also immer alle ganzen komplexen Zusammenhänge im Erdsystem immer besser abbilden konnten und die Rechner wurden schneller, man konnte da viel mehr Simulationen durchführen, sodass letztlich, und das sieht man jetzt ganz deutlich beim letzten IPCC-Report, eben einfach die Unsicherheitsschranken der Ergebnisse in der Zukunft immer kleiner werden. Ja? Das heißt, man kann sozusagen die Ergebnisse, die man präsentiert, viel stärker untermauern. Wissenschaft ist viel belastbarer und damit aber auch überzeugender. Das denke ich auch in der Zukunft, wird das die Aufgabe der Wissenschaft sein. Man wird dann sicherlich auf regionaler Skala noch viel mehr machen müssen, ja, das von der globalen, also viel mehr in die regionalen Auswirkungen gehen, weil man dort auch jetzt mehr Werkzeuge hat, um dort auch die Ergebnisse belastbarer zu machen, weil das ja dann eigentlich die Handlungsträger noch viel mehr interessiert, was passiert denn bei mir in meiner Region. Aber das wird auch in der Zukunft die Aufgabe der Wissenschaft sein, den Weg zu begleiten für die Politik, und zwar mit robusten Daten und Ergebnissen. Das wird ja nicht aufhören, ja, weil die Ansprüche an die Ergebnisse immer größer werden, sozusagen, die Anforderungen. Und man darf auch nicht vergessen, dass Wissenschaft, also es ist nicht am Ende, auch wenn die Theorie, was Klimawandel ist und wir sind Treibhausgaseffekt ist, das ist gesichert, das ist klar, aber es ist nie was zu Ende erklärt, sonst bräuchte man dann Wissenschaft irgendwann nicht mehr. Es kommen immer neue Erkenntnisse, Sachen werden auch revidiert. Und es kommt immer darauf an, wie viel Evidenz, also wie viel Beweise man für eine bestimmte Richtung hat. Oft hat man auch in den Medien da wird eine Studie zitiert. Eine Studie zitieren, ja, schön und gut, ist ein Datenpunkt. Aber erst wenn 1000 Studien was Ähnliches finden, dann kann ich sagen, okay, hier ist was. Und das wird auch in Zukunft so sein. Was ich noch sagen muss, Wissenschaft muss sich mehr noch in die Kommunikation einbinden. Das heißt, aus der Wissenschaft heraus in die Gesellschaft. Also auch bei der Ausbildung, auch hier an der Universität, dass wirklich Forschungsbezug schon direkt mit in die Lehre einfließt, auf Fächer übergreifend. Das bringt aber auch Probleme mit sich. Ein ganz kleiner Exkurs, es gibt durchaus Meinungen, dass wenn man als Wissenschaftler aktiver wird in der Zivilgesellschaft, an Schulen geht und so weiter, kann man sich dann durchaus mal anhören, wie, na, der macht da gar keine richtige Wissenschaft mehr. Der macht dann so, ne, Zeugs. Und andersrum genauso. Jemand, der dann wirklich nur in seinem Fach hängt und nicht nach draußen geht, der macht es halt dann wirklich nur für seinen Spezialist-Journal und es kommt nicht raus. Es ist auch da eine Krux in Wahrnehmung und Rolle von Wissenschaft. Okay, vielen Dank. Wir hatten jetzt noch also zwei Fragen auf unserer Liste und würden versuchen, die noch kurz darauf einzugehen und dann auch die Fragerunde zu schließen. Genau, da es schon 19.30 Uhr ist. Und daher, es kam die direkte Frage von Max nach konkreten Maßnahmen, die bis jetzt an der TU Dresden oder beziehungsweise Forderungen bezüglich Klimaschutz, die aus dem eingangs vorgestellten klimapolitischen Forderungskatalog angesprochen wurden. Ich weiß nicht, ob Sie da kurz darauf antworten sollen. Wenn nicht, können wir das vielleicht auch kurz übernehmen als Initiative Change TU Dresden beziehungsweise ja andere aus der Hochschulverwaltung. Oder vielleicht aus Ihrer Perspektive, haben Sie etwas gesehen, was da jetzt umgesetzt wurde oder was Sie wahrgenommen haben?
an umgesetzten Forderungen seit 2019? Also ich weiß, Umsetzung nicht, aber an Planung weiß ich, dass eine große Initiative derzeit stattfindet, wo ich ein bisschen mit eingebunden bin, in großen Stile die Dächer der TU Dresden mit Photovoltaik zu bestücken. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Es gibt ja riesen, wir haben jetzt in der glücklichen Lage, riesengroße, großflächige Dächer zu haben. Und ansonsten, was ich selber nur weiß, ist praktisch, dass ein interner Wärmegewinn oder Rücklauf von Wärme stattfindet vom Rechenzentrum, vom Hochleistungsrechenzentrum. Die Abwärme, die ja durch die Großrechner passiert, in die Beheizung der Gebäude. Ja, das ist das, was ich kenne, was tatsächlich ein nachhaltiger Prozess ist. Ne? Aber ansonsten gebe ich natürlich das gerne jetzt das Wort weiter an die, die es noch besser wissen. Vielleicht auch nur ganz kurz, man sieht das, auch wenn es vielleicht nach außen noch nicht wirklich greifbar wird, aber es ist sehr viel Aktivität, das sieht man allein an den Arbeitsgruppen, die sich in den letzten Jahren da auch gegründet haben. Also es gibt mittlerweile Arbeitsgruppe zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, um quasi, was ich gerade angesprochen habe, dieses fächerübergreifende wirklich auch in die Bildung und in das Lehrleitbild der TU Dresden mit zu verankern. Es gibt eine AG zu Biodiversität und Ökosystemleistungen auf dem Campus, also für die TU Dresden an sich. Es wird darüber nachgedacht, unter Vorbehalt hier, aber ob die TU Dresden sich vielleicht an einem der Universitätsnachhaltigkeit-Rankings mit beteiligen möchte, von Times Higher Education oder auch anderen. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Aktivität da. Wir sind zertifiziert nach bestimmten Umweltstandards, erst vor kurzem wieder bestätigt. Das hat dann so Kriterien wie Mülltrennung und Ähnliches. Also da ist, wir sind sicherlich weit weg davon, perfekt zu sein, aber wir sind auch auf dem richtigen Weg. Okay, vielen Dank. Wir würden vielleicht dazu noch anfügen, es wurde ja ein Green Office gegründet an der TU Dresden und genau, auch eine wesentliche Forderung des Katalogs war ja, dass das auch im Rektorat entsprechend durch eine Person berücksichtigt wird, was ja jetzt gewissermaßen durch die Frau Professorin Böhm mit dem neuen Prorektorat für Universitätskultur auch umgesetzt wurde. Und was vielleicht auch ein großer Schritt war, ist, dass die Uni auch auf Ökostrom ab 2023 umsteigen soll, was ja auch lange eine Forderung war. Genau, gerne noch Ergänzungen von weiteren Personen. Ich würde auch nochmal eine Liste mit allen Forderungen in den Chat schreiben und die bis jetzt umgesetzt wurden. Ansonsten würden wir dann damit die Fragerunde auch abschließen. Ja, vielen Dank, dass Sie die Fragen so ausführlich beantwortet haben und natürlich auch für den spannenden Input. Genau. Jetzt vielleicht auch trotzdem noch eine Frage, ist da noch ein bisschen offen geblieben nach den PV-Paneelen und dem Stromnetz und den Batteriespeichern. Das wurde ja eben von Herrn Lindner schon angesprochen, dass da gerade durch die Kommission Umwelt auch eine Initiative läuft. Und das ist natürlich eine sehr, sehr weit führende Frage, die aber in Bearbeitung ist vielleicht. Ich würde das jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber natürlich eine sehr gute Frage. Nur ganz kurz, also Lithium ist ein Problem, auch da wie zum Beispiel der größten Quellen ist in Bolivien und dann das hat dann wieder ganz andere Implikationen auf den globalen Handel und der Abbau ist bisher auch alles andere als umweltfreundlich, aber ich denke, gerade dieses Batterieproblem, wenn da das Recycling, die Wiederverwertbarkeit von Batterien noch besser wird, dann ist das machbar. Zurzeit durchaus noch problematisch. Gut. Dann würde ich jetzt nochmal übernehmen und Ihnen ganz herzlich für all die Impulse und auch sehr nachdenklich machenden Impulse danken. Genau, vom Prorektorat, also möchte ich da auch nochmal sagen, dass Nachhaltigkeit das Prio-Thema ist. Also von der Prorektorin Professorin Böhm, das ist halt das Thema, was wir halt besonders auch pushen wollen. Klar haben wir auch viele andere, aber das ist eben das Thema. Und ich denke, haben Sie jetzt eben auch sehr viele gute Initiativen auch genannt. Ich möchte Ihnen Referenten sehr gerne danken und auch den Saskia Lingling und dem Fabian Wendler für die Moderation. Das war ganz super mit den Fragen. Hat mich auch sehr gefreut, dass da noch so zahlreiche Fragen gekommen sind. Und ich möchte Sie gerne auf zwei weitere Veranstaltungen hinweisen.
dazu auch gerne erinnern. Also am 28.03. findet die nächste TOD-Lecture statt zum Thema Kreislaufwirtschaft. Da wird die Frau Professorin Christina Donnack über Kreislaufwirtschaft sprechen und was Kreislaufwirtschaft zum Ressourcenschutz leistet. Und das Repair Café Dresden wird die Veranstaltung moderieren. Und dann möchte ich noch gerne auf ein Universitätsforum hinweisen. Und zwar, das findet dann schon am 4. April statt, allerdings etwas früher, 13 Uhr, wo wir halt gerne mit der Universitätsöffentlichkeit, also mit allen Mitgliedern, Klima. Sonja, du musst mir, glaube ich, jetzt mal helfen, welches Thema das ist, aber eigentlich geht es da eben um das Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Titel ist. Vielleicht kann das die Sonja noch mal einblenden? Ja. Genau, dazu möchte ich auch gerne einladen. Genau. Und dann bleibt mir eigentlich nur, Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen und freue mich, Sie bei einer weiteren Veranstaltung zu sehen. Einen schönen Abend. Ebenso. Schönen Abend. Vielen Dank. Danke. Tschüss.